Feiern für das Klima. Das ist Nora. Nora wird nächste Woche 7 Jahre alt. Natürlich hat sie sich schon viele Gedanken gemacht, wie sie ihren Geburtstag feiern möchte. Draußen feiern findet Nora eine tolle Idee. Sie hat von Freunden gehört, dass man im Naturgut Oppoven tolle Geburtstage in der Natur und im Kindermuseum Energiestadt feiern kann und schlägt das ihren Eltern vor. Zusammen überlegen sie, wie man dort am besten hinkommt. Zu Fuß ist es zu weit. Die Busverbindungen sind leider nicht für alle so günstig, also bleibt noch das Auto. Noras Eltern wollen aber möglichst klimafreundlich reisen und wissen, dass man mit vielen Autos auch viel CO2 verursacht. Das ist ein Problem, denn CO2 belastet die Umwelt. Auch wenn es ein Gas ist, das im Grunde eine ziemlich natürliche Herkunft hat, weil wir es täglich ausatmen und unsere Pflanzen es zum Leben brauchen, ist es problematisch, da der Ausstoß von CO2 immer mehr zunimmt. Das hat zur Folge, dass sich das Klima erwärmt und die Pole anfangen zu schmelzen. Die Ursachen für diese Klimaveränderungen sind vielfältig. Ein Hauptträger sind fossile Brennstoffe, wie etwa Erdöl, Erdgas und Kohle, die wir zum Heizen brauchen, die intensive Nutztierhaltung und unsere Verkehrshaltung. Und hier kommt Nora wieder mit ihrem Geburtstag ins Spiel. Machen wir einmal eine kleine Beispielrechnung. Angenommen, Nora hat 9 Freunde, die alle von ihren Eltern einzeln zu Noras Geburtstag gefahren werden. Dann werden bei einer Strecke von jeweils 6 Kilometer hin und zurück insgesamt 27 Kilogramm CO2 verursacht. Das entspricht immerhin dem Volumen von 5.508 Luftballons. Wenn Sie anstattdessen mit 3 Autos fahren würden, so würden dabei nur 9 Kilogramm CO2 verursacht werden. Das wiederum entspricht dem Volumen von nur 1.836 Luftballons, einem Drittel von der vorherigen Menge. Daraufhin entscheidet Nora mit ihren Eltern, dass sie lieber eine Fahrgemeinschaft bilden wollen, um alle zusammen auf das Naturgut zu fahren. Das findet Nora besonders gut, denn es macht mehr Spaß, gleich mit den Freunden zusammen loszufahren. Gut für die Umwelt ist es außerdem noch. Alternativ könnte Nora auch eine Fahrradrallye mit ihren Freunden zum Naturgut machen. Auch beim Essen kann man mit einfachen Tricks etwas für die Umwelt tun. Wenn man zum Beispiel saisonales Essen aus der Region kauft, spart man lange Transportwege und somit zusätzlichen CO2-Ausstoß. Das ist nicht nur umweltfreundlich und frisch, sondern auch besonders lecker. Denn wer möchte schon Erdbeeren und Spargel im Winter essen? Praktisch finden die Eltern auch, im Naturgut kann man Teller und Besteck ausleihen. Man braucht also kein eigenes mitbringen und kann auf Einweggeschirr verzichten. Dadurch entsteht weniger Müll. Oder man bestellt ganz einfach Essen im Bio-Bistro. Mit diesen tollen, einfachen Ideen kann Nora einen tollen Geburtstag feiern und ganz nebenbei noch etwas Gutes für die Umwelt tun.